Einen wunderschönen guten Morgen. Dieser kleine iPod hier, der lenkte mich auf das Thema von Offline-Musik, also Oldschool-Musikdateien abseits von Streaming-Diensten. Gibt's das noch? Gibt's das noch auf unseren immer Online-Geräten? Ich war mir auch nicht sicher, deshalb habe ich es recherchiert und die besten Möglichkeiten dafür heute einmal zusammengetragen.